Stärke. Und dafür braucht man einmal Speisestärke. Das ist das hier. Ne? Hier. So. Dann braucht man eine Flüssigkeit. Wir haben uns heute für Schweppes Bitter Lemon entschieden. Man kann auch Wasser nehmen. Aber habt ihr eine Idee, warum Schweppes Bitter Lemon? Ne? Wirklich. Also nein, da ist ein Zeug drin, das heißt Chinin. Und Chinin leuchtet im Schwarzlicht. Das heißt, wir sind ein bisschen früh dran, was Gruselspaß angeht. Es ist noch kein Halloween, aber rechtzeitig dafür machen wir Gruselschleim heute. Und dann fängt man so an, ihr tut ein bisschen in eure Schüssel rein. Das reicht vollkommen aus. So, und dann empfehle ich euch, nehmt die grüne Lebensmittelfarbe. Die braucht man nämlich auch. Grüne Lebensmittelfarbe. So, und da macht ihr einfach nur so ein paar Tröpfchen rein. Ihr könnt auch rot machen, dann ist das Blutschleim. Aber das sieht dann eher pink und süß und Hello Kitty aus, ja. So, dann nehmt ihr euch eine Gabel, irgendwas zum Umrühren und dann mischen wir das. Kommt da so eine Mischung raus, so eine grünliche Flüssigkeit, ne? So, und dann kommt hier Speisestärke rein. So, ihr könnt das gleich alles selber machen. So. Aber nicht so viel. Ja, erstmal halb-halb, ne? So. Und dann mal gucken und umrühren. Und das schäumt jetzt erstmal, weil es ist schon schön eklig, schleimig, grün. Ja, lieber eher zu wenig von der Speisestärke nehmen, denn Speisestärke nachlegen kann man immer. Aber Flüssigkeit nachlegen ist ein bisschen schwieriger. Ja, und dann kommt hier noch ein bisschen mehr rein. Es gibt mehrere Arten, Schleim zu machen. Das ist nicht so ein Schleim, der so zusammenbackt, sondern das ist eher ein Schleim, der ist mal hart und mal ist er flüssig. Ne? Und das ist das Coole daran. Ihr dürft das gleich alles selber bauen und ausprobieren. Essen? Er wird nämlich flüssig sein, auf gar keinen Fall. Essen, ihr werdet nicht dran sterben, es ist nicht gefährlich. So, jetzt wird es hier schwierig. Jetzt wird es schwierig. So. So, und da seht ihr, ne? Ich glaube, ist das schon richtig. Achtung! Oh, oh. Wenn ich jetzt drauf haue, passiert gar nichts, aber wenn ich jetzt langsam reintunke, dann geht mein Finger rein. Oh. Ja, wenn ich jetzt schnell rausziehe. Yeah. Und dann kann ich da reingreifen und kann ein bisschen was rausnehmen. So, ich knie das jetzt mal in den Fingern hier. Und jetzt lasse ich das. Und jetzt lasse ich das los und jetzt fließt das runter. Das ist alles lebensmittelecht, da passiert nichts mehr. Das ist nicht giftig und gar nicht. Das ist total interessant, da reinzufassen und damit zu spielen. Warum funktioniert das? Das Wasser zwischen den Speisestärkenteilen wird bei Druck verdrängt und die Speisestärketeilchen verhaken sich ineinander. Wenn du die Finger langsam hineingleiten lässt, wirkt das Wasser aber wie ein Schmiermittel und das Gemisch verhält sich so, wie du es von Flüssigkeiten kennst. Wenn ihr statt Wasser Bitterlemon verwendet, in dem Chinin enthalten ist, dann erreicht ihr einen tollen Effekt. Unter Schwarzlicht fängt euer Schleim jetzt an zu leuchten.